Grenze bei Dienstbeginn aus? Ob als Grenzpolizist oder als Grenzsoldat. Jeder, als Grenzpolizist, hatte ich mich x minus 30 zum Befehlsempfang zu melden. Das heißt also, wenn ich um 02 Uhr zum Dienst zu erscheinen hatte, hatte ich 01.30 Uhr bei meinem Vorgesetzten zu sein, mit dem zweiten Mann, und der legte fest, wer ist der Postenführer, mit welcher Aufgabe, welchen Abschnitt wir zu bestreifen haben. Hier gab es nicht zu dieser Zeit als Grenzpolizist das Kommando Stillgestand und Vergatterung, sondern hier gab es nur diesen Auftrag, und dann kam das Kommando Wegtreten. Vergatterung resultiert grundsätzlich daraus und machte sich erforderlich, da der strukturmäßige Vorgesetzte nicht seine Soldaten persönlich führte, sondern die Grenzsicherung erforderte für einen bestimmten Abschnitt eine bestimmte Stärke, die errechnet war, und hatte, sage ich mal, 20 Postenpunkte, aber jeder Postenpunkt hatte eine bestimmte Charakteristika. Und jeder Punkt stellte andere oder spezifische Anforderungen an den Soldaten, der hier zur Sicherung eingesetzt werden sollte. Und deswegen wurden die Gruppenzüge nicht geschlossen in ihrer Struktur eingesetzt, sondern unter Berücksichtigung dieser Spezifika der Postenpunkte, des Charakters dieser Postenbereiche, wurde für meinen Wegen aus dem ersten Zug der Postenführer und aus dem dritten Zug der Soldat als ein Postenpaar formiert. Und aus dieser Sicht machte sich eine Vergatterung erforderlich, weil auch die Vorgesetzten nicht die strukturmäßigen Vorgesetzten laut Struktur der Einheit auftraten. Und mit dem Wort Vergatterung hatte praktisch der Zugführer des vierten Zuges, der jetzt Soldaten aus ersten und zweiten Zug hatte, das Recht, denen einen Befehl zu erteilen. Für die Gesamtzeit der vorgesehenen Dienstzeit von 8 bis 10 Stunden. Das ist der grobe Unterschied, wenn man sagt, Vergatterung.